bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ich habe natürlich nicht vor, in diesem Kreis ein Referat zu halten über die Verwirklichung der Beschlüsse des 6. Parteitages der Kommunistischen Partei Kubas, sondern es ist mir lieber, wenn wir in lebhafter Reihenfolge Fragen stellen und Antworten geben. Das ist dann auch nicht so langweilig. Ich will versuchen, erstmal einige Hauptlinien, die schon angerissen worden sind, hier von Dr. Biel, von Kurt, über die Stimmungen, die es so gibt nach dem 6. Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas, die sowohl rechts noch links laufen. Ja. Kuba ist einfach dabei, eine normale sozialistische Gesellschaft zu entwickeln. Und das war sehr notwendig und man kann das nicht sehen, wenn man die heutige Entwicklung betrachtet, ohne etwas in die Vergangenheit zu gehen. In diese furchtbare Periode, die Spezialperiode oder Notstandsperiode, je nachdem, wie man das nennen will, die nach dem Jahre 89, 90 begonnen hat, als die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder Osteuropas ihren Weg nicht mehr fortgesetzt haben und Kuba plötzlich vollkommen blank allein in der Weltgeschichte sich behaupten musste. Mit einem Nachbarn, mit einem überstarken Nachbarn, 90 Meilen nördlich der Insel, der schon immer danach getrachtet hat, den Sozialismus überhaupt generell, nicht nur in Kuba zu vernichten, sondern er dachte 98, dass man nun die Zeit gekommen sei, mit Kuba endlich Schluss zu machen. Denn Kuba hat schließlich in der Geschichte der lateinamerikanischen Länder immer eine Rolle gespielt, die den USA im Imperialismus nicht geheuer gewesen ist. Wie gesagt, durch den Wegfall des Sozialistenlagers sind etwa 35% des internen Bruttoproduktes des Landes weggefallen. Die Situation war katastrophal. Die Kubaner dachten selbst zum großen Teil, diesen Schlag können wir nicht überleben. Und es ist Tatsache so, ich selbst, der ich also mehrere Jahre in Kuba gelebt habe und dass die Insel und das vor allen Dingen die Kubaner sehr lieb gewonnen habe, dachte ich auch, Kuba kann auch allein nicht weiter wirtschaften. Kuba war gezwungen, die Wirtschaft zu öffnen, den Dollar freizugeben, die Währung freizugeben, Massentourismus zu gestatten und zu organisieren, damit auch entsprechend Devisen ins Land kamen. Kuba war gezwungen, Joint Venture mit kapitalistischen Firmen zu organisieren, damit die Wirtschaft, zumindest der Kern der Wirtschaft, weiter betrieben werden kann. Es war eine chaotische Situation, die auch die Führung vor Entscheidungen stand, die oftmals gestellt hat, die Entscheidungen, die oftmals Tagesentscheidungen waren. Ich nehme nur ein Problem, die Energieversorgung. Kuba hat jährlich von der Sowjetunion 13 Millionen Tonnen Rohöl bekommen. Das war dann schließlich im Jahre 90 nicht mehr möglich. Es blieben nur noch 6 Millionen Tonnen übrig, die durch frühere Verträge noch realisiert werden konnten. Die Fabriken, die gebaut worden sind in der Zeit, wo ein enges freundschaftliches Verhältnis mit der Sowjetunion und mit den anderen sozialistischen Ländern bestand, viele dieser Fabriken konnten nicht mehr arbeiten.
Es gab keine Rohstoffe mehr und vor allen Dingen keine Energie, um diese Fabriken zu betreiben. Die Ersatzteillieferungen funktionierten nicht mehr. Allein mit der DDR hat die Regierung der BRD 60 Regierungsverträge über Nacht gekündigt, unter anderem die Versorgung der kubanischen Kinder mit Milch. Ihr kennt die Aktion vielleicht von Kuba Sie, Milch für Kubas Kinder. Die Industrie befand sich in einer fatalen Lage. Es war also faktisch keine Industriestruktur mehr vorhanden. Jede Fabrik hat für sich versucht zu überleben. In der Landwirtschaft war die Situation ebenfalls katastrophal. Alle versuchten, sich etwas zum Leben, zum Essen organisieren. Alle fuhren aufs Land, so wie das bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist, etwa ähnlich. Selbst die Minister und die Abteilungsleiter im Zentralkomitee der dortigen Partei, der Kommunistischen Partei, haben ihre Benzin-Coupons gespart, um am Wochenende übers Land zu fahren, zum Bauern was zu organisieren. Die Bauern selbst hatten keinen großen Anreiz mehr zu produzieren, also was den Plan anbelangt, der faktisch nicht mehr bestand. In wenigen Jahren hat sich die Anbaufläche reduziert, sodass also Ende des Jahrhunderts etwa 80% der Lebensmittel importiert werden mussten. Also das in einem Land, was vorwiegend agrarisch ausgerichtet gewesen ist. Wie gesagt, das war eine Situation, die auch vor die Regierung und vor die Partei eine Problematik stellte, die faktisch nicht zu bewältigen. Und zur gleichen Zeit hat die Führung Kubas mit der Bevölkerung eine Aussprache geführt, und das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu den früheren sozialistischen Ländern in Osteuropa. Die Verbindung zwischen der Führung und dem Volk war sehr eng von Anfang an, da die Revolution, die Fidel angeschoben hat im Jahre 52, 53, immer von Anfang an gemeinsam zwischen der Führung, zwischen den revolutionären Kämpfern und dem Volk durchgeführt worden ist. Und die Wurzeln, die Verbindung zwischen den Revolutionären und dem Volk Kubas war von Anfang an stark, und deswegen war es möglich, in dieser katastrophalen Situation 89 eine Volksaussprache durchzuführen und Wege zu beschreiten, wie diese Jahre, die danach folgen sollten, wie man die Jahre gemeinsam meistern kann. Eins haben sie sich vorgenommen: keine Abstriche an diesem in der Welt vorbildlichen Bildungssystem und keine Abstriche an diesem vorbildlichen Gesundheitssystem und an den anderen Errungenschaften der Revolution bis zu diesem Zeitpunkt zuzulassen. Und das haben die auch durchgesetzt. Diese ganze Situation, die 10 folgenden Jahre bis zum Jahre 2000, etwa 2003, 2004, war eben gekennzeichnet von furchtbarer Not und furchtbarem Elend. Trotzdem haben die kubanischen Ministerien, hat die kubanische Regierung versucht, eine Grundversorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Ich habe manchmal, ich bin dann jedes Jahr mit Touristen nach Kuba gefahren, nicht nur wegen der Touristen, sondern
um zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen, wie sich das Land entwickelt. Und ich habe sehr oft mit meinen früheren Freunden und Genossen gesprochen. Ich habe zum Beispiel ein sehr herzliches Verhältnis gehabt mit dem früheren Botschafter, der hier, der Oskar Martinez, ich weiß nicht, einige werden ihn kennen. Er hat in der Zeit, als ich Botschafter war, war der verantwortlich für die osteuropäischen Parteien im Zentralkomitee. Und als ich dann hier war, da war er hier in der Botschaft auch. Also seit 1974 haben wir ein sehr herzliches Verhältnis. Ich habe ihn also offen gefragt, wie macht ihr denn das mit dieser Situation? Und er sagt, wir versuchen den Grundsatz, den wir immer hatten als Sozialisten, aufrechtzuerhalten. Wir teilen die Armut gerecht. Bei uns gibt es niemanden, der auf Kosten des anderen lebt. Und so war das ganz oben in der Regierung bis runter zum letzten Mitarbeiter. Sie hatten alle die gleiche Problematik, mit ihren Familien zu überstehen. Und das hat natürlich auch auf die Menschen abgefärbt. Jeder hat versucht, sich das Leben zu fristen, wie es irgendwie ging. Es gab faktisch keine gesamte Wirtschaftsstruktur mehr im Lande. Hinzu kamen internationale Faktoren, die natürlich noch stärker auf die Situation gedrückt haben, wie zum Beispiel die Krise des kapitalistischen Systems. Das heißt, die Öffnung Kubas zum Dollar und zum Markt, zum kapitalistischen Markt, hat natürlich auch die Nachteile des Systems auf Kuba gebracht. Zum Beispiel, es gab keine Devisen mehr für Kuba. Es war sehr schwer, Kredite zu bekommen. Kuba hat keine Kredite nach den Normen des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank erhalten. Sie mussten alle, auch selbst große Investitionen, die notwendig waren für die Wirtschaft, mussten sie mit kommerziellen, mittelfristigen Krediten realisieren. Bis zu 30% Zinsen, sodass also auch die Finanzlage des Landes in einer sehr katastrophalen Situation gewesen ist. Und trotzdem ist es gelungen, bis zum Jahre etwa 1994 langsam eine Steigerung des internen Bruttoprodukts zu realisieren, sodass man also davon ausgehen kann, dass im Jahre 2004, 2005 man also überlegt hat, die Spezialperiode beenden zu können. Nun fiel das natürlich zusammen mit der furchtbaren Krankheit von Fidel, der bis dato alle Fäden in der Hand hatte, auch in der Wirtschaftspolitik. Und es machte sich eine neue Konzipierung der Entwicklung des Landes notwendig, die von Fidel selbst initiiert worden ist. Viele sagen, es gäbe also gewisse Widersprüche zwischen den beiden Brüdern Castro. Dem kann ich ehrlichen Gewissens sagen, dem ist nicht so. Fidel selbst hat diese notwendigen Programme zur Entwicklung der wirtschaftlichen Basis des Landes angeschoben. In seiner historischen Rede am 17. November 2005 in der Universität von Havanna zum 60. Jahrestag seiner Immatrikulierung in diese Universität. Viele werden sich erinnern und haben vielleicht die Ausführung von Fidel gelesen von damals, und im
am 1. Mai 2006 hat er nochmal eine große Rede gehalten und hat über die notwendigen wirtschaftlichen Reformen gesprochen, die eine Basis bringen müssen, damit die Wirtschaft wieder mit normalen eigenen Gesetzmäßigkeiten sich entwickeln kann im Land. Und wichtig war damals die Energiereform. Man hat also ein Jahr der Energierevolution eingeführt in Kuba, wo man also die gesamte Energieproduktion umgestellt hat und effektiver machen musste. Es gibt zum Beispiel auf der Insel, die ja über fast 2000 Kilometer lang ist, sechs große Kraftwerke, Wärmekraftwerke, und wenn ein Wärmekraftwerk ausgefallen ist, war eben Blackouts, ja, war also Dunkelheit auf der Insel. Also die rein organisatorische, abgesehen jetzt von den Heizquellen, von dem Petroleum, vom Diesel, was verfeuert worden ist. Man hat eine große Sparwelle eingeführt in den Haushalten. Man hat alle alten stromfressenden Aggregate abgeschafft in den Haushalten. Das waren also, was da eingespart worden ist, die alten noch USA-Kühlschränke und Klimaanlagen und die alten russischen Minsk, die sehr viel Strom benötigten. Die wurden alle ausgewechselt mit Subventionen der Regierung. Es kamen neue Geräte, sowohl aus Asien als auch aus anderen Ländern, die also technisch eine andere Entwicklung haben. Allein diese Einsparung in den Haushalten hat ein großes Heizkraftwerk ersetzt. Also es gab sehr viele Reserven. So, außerdem hat man in jedem Bezirk der 16 Provinzen neue Generatoren installiert, die also örtlich Strom erzeugen konnten, unabhängig von dem nationalen Netz der Energieversorgung. Und in allen wirtschaftlich wichtigen Knotenpunkten, zum Beispiel des Tourismus, der Lebensmittelindustrie, des Gesundheitswesens, hat man moderne Notstromaggregate installiert, die also unabhängig von allen anderen Problemen, die das zentrale Netz hatte, funktionieren konnten. Also, um ein Beispiel nur zu nehmen, das sind alles die Reformen. Eine weitere Reform war notwendig, und das erfordert ebenfalls sehr viele Investitionsmittel, das Transportwesen auf Vordermann zu bringen. Man hat allein in China damals 1200 Omnibusse gekauft. Man hat im Eisenbahnwesen Spezialwaggons anschaffen müssen, neue Traktionen über 100 dieser elektrische Lokomotiven und so weiter und so weiter. Also eine ganze Reihe. Das war in den Jahren 2005, 2006, 2007, und das hochverschuldete Land hat um diese Programme, die notwendig waren, um auf eigenen Gesetzmäßigkeiten das Land zu entwickeln, hat noch weitere große Schulden gemacht, sodass also die Devisenlage des Landes, dann die neue Regierung Raúl Castro im Jahre 2008 die Geschäfte übernahm, dass die Devisenlage so weit war, dass also Kuba selbst dann nicht mehr wusste, wie weiter zu leben ist. So sah das aus. Es wurden andere Programme angeschoben, und Fidel selbst hat gesagt, in seiner Rede in der Universität, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Führung unseres Landes hat sich noch nie seit Beginn oder seit dem Sieg der Revolution
ernsthaft mit dem Bauwesen beschäftigt. Und in der gleichen Rede hat er davon gesprochen, was in Kuba alles zu bauen ist. Das ging also von der Lagerwirtschaft über Silo, große Silos, Kühlkapazitäten für die Landwirtschaft, Stallungen, andere Installationen, die für ein normales Leben des Landes notwendig waren. Überall war das Bauwesen gefragt. Und das Bauwesen war derartig unterentwickelt, sodass Fidel selbst in seiner Rede am 1. Mai 2006 gesagt hat, ich glaube, wir müssen aus China einige Baubrigaden importieren. Es gab zu wenig Bauarbeiter in Kuba, es gab sehr viele Hochschulabsolventen, wenig Bauarbeiter und wenig Arbeiter überhaupt, die in der Produktion gearbeitet haben. Die Jugend hatte natürlich alle Möglichkeiten zu studieren und hat auch das Land verlassen, sodass also zum Schluss nur noch 150.000 Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Es war jedenfalls eine solche Situation. Ich sage das nur, um verständlich zu machen, dass Kuba kein Land ist, wo also die gebratenen Tauben durch die Gegend fliegen. Es gibt große Schwierigkeiten nach wie vor. Und in dieser Situation hat die Regierung, hat die Parteiführung beschlossen, auf Anregung von Raúl Castro in seiner Rede am 26. Juli 2007 eine Volksaussprache mit allen kubanischen Bürgern, die guten Willens sind, durchzuführen, um zu erheben, eine Erhebung zu machen, welche Schritte zunächst erstmal notwendig sind, um die Situation zu verändern und welche Programme wir, also die Kubaner, durchzuführen haben, damit das Land seine normale Entwicklung nicht nur schlichthin realisieren kann, sondern auch den Sozialismus weiter aufbauen kann durch die Stärkung der sozialistischen Produktionsverhältnisse. Das war der Ausgangspunkt. Und gleichzeitig hat man begonnen in Vorbereitung des Parteitages, der ja schließlich überfällig war. Der letzte Parteitag, der fünfte Parteitag, war 1997. Es waren also 14 Jahre vergangen. Und man hat also den Beschluss gefasst, den Parteitag durchzuführen. Und als einzigen Punkt die Kubaner sagen Lineamentos, also die Vorgaben für die künftige wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes vorzubereiten, gemeinsam mit dem Volk vorzubereiten und als einzigen Punkt auf dem 6. Parteitag, der im April 2011 durchgeführt worden ist, als einzigen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist natürlich ein großes, gewagtes Unternehmen gewesen und auch die Führung selbst war sich nicht im Klaren darüber, dass auch die Ergebnisse, die man erwartet hat, so richtig auch zum Tragen kamen. Es mussten einschneidende Maßnahmen durchgeführt werden, die auch zum Teil die soziale Situation des Volkes betrafen. Es mussten zum Beispiel große Summen, um ein inneres finanzielles Gleichgewicht in der Wirtschaft herzustellen, große Summen an Subventionen mussten eingespart werden.
Es wurde ja früher fast alles subventioniert und alles auf der Basis von Krediten und sehr teurem Geld. Man hat also auch die großzügig subventionierten sogenannten gesellschaftlichen Versorgungssysteme untersucht, gemeinsam mit Spezialbrigaden des Ministeriums für Binnenhandel und des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Und man hat festgestellt, dass also mit diesen subventionierten Geldern und Lebensmitteln sehr große Schiebereien organisiert waren, Korruption entstanden waren. Man hat also ganze Banden hochgehoben, die Organe des Innenministeriums und der Justiz. Also diese ganze Situation der Nahrungssuche hat das Volk im Grunde genommen im großen Maßstab korrumpiert. Also solche Sachen hat man im Vorfeld des 6. Parteitages durchgeführt, um zu sehen, wie weit es möglich ist, die Wirtschaft mit rationellen Maßstäben zu führen und so zu organisieren, dass es möglich sein wird, wieder ein normales Plansystem durchzusetzen, sowohl Jahrespläne als auch Perspektivpläne. Und so hat man also beschlossen, bevor der Parteitag überhaupt begonnen hat, ein großes Schulungssystem durchzuführen und hat mit den Menschen, zunächst erstmal mit allen zuständigen Entscheidungsträgern, Schulungen durchgeführt, sehr intensive Schulungen. Es waren ja genügend Theoretiker vorhanden in Kuba. Es waren genügend Absolventen da, die also Ökonomie studiert haben, die auch in sozialistischen Ländern, in der Sowjetunion oder bei uns in der DDR studiert haben und die ungefähr auch in der Lage waren, die Regierung zu beraten in der Durchführung der Wirtschaftspolitik. So hat man also sich langsam vorbereitet und der Parteitag wurde übrigens einige Mal verschoben, weil die Vorbereitung noch nicht abgeschlossen war. Und nun hat man also im April 2011 diesen Parteitag durchgeführt, nachdem also die ursächlich 170 oder 270 Thesen diskutiert worden sind, wurde am Parteitag noch mal einiges verändert, sind dann 313 Thesen beschlossen worden, die alle Bereiche des Lebens in Kuba berühren. Es wurde beschlossen, dass also die Regierung die entsprechenden Beschlüsse zu fassen hat, um diese Thesen schrittweise in die Praxis umzusetzen. Es wurde eine Regierungskommission eingesetzt mit kompetenten Wirtschaftsexperten, die also die Weiterentwicklung, die Realisierung der Thesen und ihre Weiterentwicklung bearbeiten. Es wurde beschlossen, dass die notwendigen Gesetze von der Nationalversammlung zu verabschieden sind und so weiter, alles was notwendig ist. Und es wurde auch ein Beschluss gefasst, dass die führenden Genossen ihre Wahlperioden nur 2x5 Jahre kandidieren dürfen. Das heißt also, das ist jetzt nach der letzten Wahl, die im Februar durchgeführt worden ist, es ist bricht die letzte Periode an, die geführt wird von den alten Revolutionskämpfern. Raúl Castro, es sind noch einige Kommandanten in Amt und Würden, Ramiro Valdés zum Beispiel, der die ganze Schwerindustrie in Händen hat.
Und Machadito, der zweite Mann zum Beispiel, Ramon Machado Ventura, der in der Sierra im Kampf der Arzt der Böllenarmee gewesen ist. So, das ist sind die letzten Jahre, die unter Führung dieser alten, bewährten Genossen jetzt ablaufen. Man hat natürlich sehr viel getan, um Nachwuchs heranzuziehen. Man hat eine intensive Arbeit mit dem Kommunistischen Jugendverband durchgeführt. Und man hat aber auch in der ersten Parteikonferenz, die im Januar vorigen Jahres stattgefunden hat, festgestellt, dass man also auch in der Kaderpolitik einige Probleme durchgehen lassen hat. Man hat zum Beispiel viele junge, hoffnungsvolle Studenten, Absolventen sofort in leitende Funktionen eingesetzt und viele davon haben diesen Druck der Verantwortung nicht ausgehalten. Zum Beispiel der Carlos Lache, der im Grunde genommen nach 90 Ministerpräsident gewesen ist, oder der Außenminister und Beino und einige hoffnungsvolle Kader mussten abgelöst werden. Und man hat in der ersten Parteikonferenz festgestellt, es können nur solche bewährten und fähigen Leute eingesetzt werden in Führungspositionen, die sich in der Praxis bewährt haben, dort, wo sie studiert haben, und dass sie gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, mit den Bürgern richtig zu arbeiten, richtige massenwirksame Arbeit durchzuführen, also die sich in der Praxis bewährt haben. Das wurde auch in der ersten Parteikonferenz beschlossen. Möglicherweise, man kann jetzt schon sagen, dass einige Änderungen sowohl in den Wahlen zu den Kreis- und Bezirkstagen als auch zur Nationalversammlung eine Verjüngung des Durchschnittsalters zu verzeichnen ist. Aber das sind alles zunächst erstmal formale Kennzeichen. Der Anteil der Frauen wurde zum Beispiel auf 48% erhoben. Die Frage, also die auch immer diskutiert wird, auch vor allen Dingen in der bürgerlichen Presse, der Rassenvorbehalte. Man hat auch die schwarze Hautfarbe und Mischlinge, die Anteile erhöhen können. Und nicht, weil irgendwelche Quoten da sind, sondern weil die Zusammensetzung der Bevölkerung wirklich so bunt ist in Kuba, sodass also in der Vergangenheit oftmals nur die weiße Bevölkerung privilegiert worden ist. Offiziell natürlich nicht, aber man hat das auch in privaten Sphären, in Familien. Ich selbst habe das also zum Teil auch beobachten können. So, und nun, nach Beschlussfassung über diese Leitlinien, ist natürlich interessant, wie sich die gegenwärtige Entwicklung vollzieht. Eins kann man mit ruhigem Gewissen feststellen, die Gesellschaft ist dabei, sich zu konsolidieren. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass der Sozialismus sich am Beispiel Kubas weiterentwickelt. Und das ist natürlich außerordentlich wichtig, auch gegenüber der Welt zu zeigen, es gibt eine Perspektive. Inmitten der Ausweglosigkeit der Krise des kapitalistischen Systems. Die kubanische Wirtschaft setzt sich zum Beispiel so zusammen, die Makroökonomie. Der tragende Pfeiler
der kubanischen Wirtschaft sind die sozialistischen staatlichen Unternehmen. Und das steht immer an erster Stelle bei allen Entwicklungsstrategien. An zweiter Stelle stehen die Unternehmungen, die mit ausländischem Kapital arbeiten, die aber auch im Rahmen der Planwirtschaft, also des Wirtschaftsplanes der kubanischen Regierung, tätig sein müssen. Drittens sind die Genossenschaften natürlich und die privat arbeitenden Bürger, die auf eigene Rechnung oder Contra propistas arbeiten, also dann werde ich da noch etwas dazu sagen. Und dann ist so eine Formulierung, alle anderen, die zur Effektivität der kubanischen Wirtschaft beitragen. So, das oberste Führungsinstrument, und so wurde das festgeschrieben, ist der Plan. Wobei die Belange des Marktes, Kuba befindet sich schließlich in nicht sozialistischer Umgebung, die Belange des Marktes vom Plan zu berücksichtigen sind. Der Perspektivplan wurde zunächst bis zum Jahre 2015 aufgestellt, wobei man jetzt dabei ist, schon eine Perspektivkonzeption wissenschaftlich zu erarbeiten, wie in den Jahren danach die sozialistische Gesellschaft in Kuba auszusehen hat. Natürlich ist das Wichtigste dieser Arbeit von dieser Kommission, Regierungskommission zur Weiterentwicklung und Einführung der Beschlüsse des 6. Parteitages die Modernisierung, Modernisierung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und nicht die Durchführung von irgendwelchen Reformen. Den Sozialismus zu verändern, das ist schon rein formal nicht notwendig, das ist nicht möglich, das ist in der Verfassung von 1976 festgeschriebenes Gesetz, dass die Entwicklung der kubanischen Gesellschaft nur eine sozialistische Entwicklung sein kann. Was hat man getan, um die ersten Schritte zu realisieren? Man hat zum Beispiel, und das hat sich also aus der praktischen Durchführung der Wirtschaftspolitik ergeben, zuerst hat man sich die Landwirtschaft vorgenommen. Die Landwirtschaft musste unbedingt reformiert werden. Das ist ein ganzes Programm, da könnte man also stundenlang darüber sprechen. Auf jeden Fall wurden interessierten Bürgern, die also sich in der Landwirtschaft zur Erzeugung von Lebensmitteln engagieren wollten, wurden also Ländereien übergeben aus den großen staatlichen brachliegenden Flächen. Wurden also in Pacht übergeben. Dieser Prozess hält noch an, der wurde mehrfach also von Jahr zu Jahr präzisiert und weiterentwickelt. So, durch die Schließung nach 90 der vielen Industriebetriebe und anderer wirtschaftlicher Zentren wurden natürlich sehr viele Arbeitskräfte freigesetzt. Es waren also Millionen. In jeder staatlichen, im staatlichen Stellenplan, so hat man errechnet, waren auf jeder Planstelle 4 Personen. Also 3 davon überflüssig, auf Deutsch gesagt. Hier hat man also begonnen, den Staatsapparat zu entschlacken und durch die Möglichkeit der privaten Wirtschaft
in zunächst etwa 200 Tätigkeitsfeldern hat man also diesen Menschen, die nicht in anderen staatlichen Unternehmungen oder in Genossenschaften unterkamen, die Möglichkeit gegeben, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Da wurden die nötigen Gesetze geschaffen, das ist eine unwahrscheinlich komplizierte Arbeit. Es ist aber nicht das erklärte Ziel, dass diese Leute, diese Menschen weiter in der privaten Sphäre arbeiten sollen. Man ist jetzt dabei, und das ist eine der letzten Maßnahmen, auf nicht agrarischen Gebiete Genossenschaften zu bilden, wo also ein Teil dieser freigesetzten Arbeitskräfte unterkommen. Es ist natürlich so, dass alle staatlichen Unternehmungen arbeitskräftemäßig voll abgedeckt sind. Es fehlen zum Beispiel Lehrer. Es fehlen Lehrer in der Bauwirtschaft. Es fehlen Arbeiter in der Bauwirtschaft. Es fehlen Arbeiter in anderen Großobjekten, die neue Investitionen durchgeführt werden. Zum Beispiel entsteht in Cienfuegos ein großes petrochemisches Zentrum gemeinsam mit den Venezolanern. Dort fehlen Arbeitskräfte. Man hat jetzt begonnen, Arbeitskräfte in dieser Richtung zu schulen. Etwa 300 junge Leute wurden jetzt in Spezialschulen in Cienfuegos geschult. In Mariel wird der große Überseehafen gebaut, der gleichzeitig für die Alba ein Transithafen sein wird, wo also große überdimensionale Containerschiffe, wie sie jetzt üblich sind in der Seefahrt, dieser Hafen wird gemeinsam mit Brasilien gebaut. Dort fehlen ebenfalls Arbeitskräfte. Also in diesen Werken, wo harte körperliche Arbeit notwendig ist, fehlen Arbeitskräfte. Es ist also nicht so, dass die schlechthin freigesetzt werden. Es ist natürlich jetzt so, dass die entsprechenden Stimuli, nicht nur politisch-ideologischer Art, sondern auch materiell geschaffen werden. Und das ist ein riesiges anderes Feld wieder der sozialen Politik, damit diese Leute arbeiten können. So, die Preise wurden zunächst verändert für landwirtschaftliche Produkte, damit auch ein materieller Stimulus für die Bauern und für die Genossenschaften. So, das gesamte System der Zuckerwirtschaft, früher war das also das Merkmal der Insel, die Zuckerindustrie, das Zuckerministerium wurde aufgelöst, weil es schon eine eigene Regierung schon in jedem Bezirk war. Das Zuckerministerium, wollen wir sagen, der dominierende Faktor, der riesige materielle Park wurde nicht richtig mehr bearbeitet. Die Zuckerfabriken, wenn einmal jemand mal die Zuckerfabrik nach der Safra, also nach der Ernte im April, besichtigt hat, der hat gesehen, dass also fast alle Zuckermühlen abgearbeitet sind, die Fabrik vollkommen abgewirtschaftet ist nach einer solchen Zuckerkampagne. Das alles musste reorganisiert werden. Man kann sagen, trotz all dieser neuen Organisationsformen und trotz dieser neuen Gesetzmäßigkeiten, die damit in Gang gesetzt wurden, oder vielleicht nicht trotz, sondern deswegen, kann man also feststellen, dass seit dem Jahre 2011 jährlich ein Wachstum vorhanden ist. Für diesen Plan 2013 ist vorgesehen also ein Wachstum des Bruttoprodukts von 3,7%. Das werden sie sicherlich schaffen. Aber was wichtiger ist, es soll in diesem Jahr erstmalig über fast 90% aller geplanten Investitionen in die produzierenden Zweige
fließen. Das wurde bisher in den vergangenen Jahren angestrebt, aber ist nie richtig gelungen. Sodass also dieser Motor der sogenannten Abteilung 1, die produzierenden Investitionen nicht mehr so richtig zum Wachstum des Landes beigetragen haben. Man kann sagen, im Jahre 2012 und 2013 ist der Wachstum der produzierenden Zweige etwa 5,7% 2013 und im vergangenen Jahr waren das 4,8% Wachstum. Bei Beibehaltung der Ausgaben für die Errungenschaften, also die für die subventionierten, vom Staatshaushalt subventionierten, subventionierten Zweige, also Volksbildung, Gesundheitswesen, Kultur, Sport. Also. So sieht das also momentan recht günstig aus, wobei natürlich, und das möchte ich dabei nicht verheimlichen, große, auch subjektive Probleme. Es gibt momentan nicht mehr die Probleme der Versorgung der Bevölkerung. Der Warenumsatz im Binnenhandel steigt jährlich etwa 5%. Und ich war das letzte Mal zur Buchmesse in Havanna vor einem Jahr, da hat man schon gesehen, dass sich das Leben in der Stadt ganz anders entwickelt. Nicht nur durch die Tätigkeit der Privaten, sondern es ist eine andere Atmosphäre und ich bin recht optimistisch. Aber man muss auch feststellen, dass es große Probleme gibt. Natürlich muss man den Leuten diese ganzen Vorhaben und die ganzen Gesetze und die neuen Verordnungen, die es gibt. Ja, es gibt ein neues Gesetz für Abgaben, Steuern. Es gibt viele, viele tausend neue Regelungen. Das muss man den Leuten richtig erklären. Aber im Hintergrund gibt es natürlich immer noch die und die ausgeprägte Gewohnheit, sich selbst zu versorgen. Schiebereien im großen Maßstab noch nach wie vor und durch die Dreifachwirkung wird das noch verstärkt. Es gibt viele Entwicklungen, die von der Führung auch erkannt sind, die man aber nicht von heute auf morgen abstellen kann. Man versucht natürlich jetzt die größten Auswüchse des Verhaltens vieler Menschen auch juristisch genauer zu verfolgen und durch die Sicherheitsorgane. Es wurde auch neben der Neustrukturierung des gesamten Staatsapparates wurde auch ein Rechnungshof gegründet, der also Kontrollfunktionen ausübt über die Kompetenzen der Ministerien hinweg und der sehr intensiv arbeitet. Es wurden große Einsätze der Kontrollen durchgeführt. Da ist zum Beispiel großen Ausmaß an Handel mit Milch, mit Großvieh, mit Rindern. Und auch in der Neckarwirtschaft wurden große Prozesse durchgeführt, wo drei stellvertretende Minister des Ministeriums für Schwerindustrie bis zu 7 Jahren Gefängnis bekommen haben. Man versucht also mit repressiven Methoden einen Teil der die größten Auswüchse zu bekämpfen, aber das ist natürlich keine Endlösung. Es wird meiner Ansicht nach sehr viele Jahre dauern, bis sich das alles stabilisiert hat. Und in dieser Richtung hoffe ich, dass die Kubaner diese Schwere, ich hoffe, die natürlich mit optimistischem Ausblick angefangen hat und was sich jedes Jahr aufs Neue bestärkt, dass sie diese Epoche auch siegreich
gestalten werden, wie sie bisher durch alle Nadelöhre, durch ihren großen Kampfgeist und durch ihre Einheit durchgekommen sind. Dankeschön erstmal.